Hallo und herzlich willkommen bei den Weiche Ware Quick Bites. Heute erzähle ich euch, wie es zu der Entwicklung der ersten Webcam kam und was eine alte Krups-Filter-Kaffeemaschine damit zu tun hat. Weiche Ware. Quick Bites. Digitalitessen mundgerecht serviert. Die allererste Webcam der Welt wurde 1991 in Betrieb genommen. Zu dieser Zeit steckte das Internet noch in den Kinderschuhen und es konnten online zum Beispiel noch keine Bilder angezeigt werden. Zur damaligen Zeit arbeiteten im Computerlabor der englischen Universität Cambridge 15 Studenten und Mitarbeiter auf 3 Stockwerken. Das Fatale daran, es gab nur eine Kaffeemaschine. Eine Krups Pro Aroma, die im Korridor vor dem sogenannten Treuen Room stand. Wollte sich ein Mitarbeiter einen Kaffee holen, konnte es passieren, dass er quer durch das ganze Gebäude spazieren musste, um letztendlich eventuell vor einer leeren Kaffeekanne zu stehen. Der Student Quentin Stafford Fraser und seine Kollegen suchten nach einer Methode, um von ihren Arbeitsplätzen aus erkennen zu können, ob noch Kaffee in der Kanne war. Die rettende Idee, ihr ahnt es schon, eine Kamera. Im Treuenroom stand nämlich zufällig ein intern vernetzter Computer, der mit einer Videograbber-Karte ausgestattet war. An diesen Rechner wurde eine vor der Kaffeemaschine platzierte Kamera angeschlossen. Die Studenten schrieben ein Steuerprogramm, das das Bild der Kamera alle 3 Minuten an den Client X-Coffee sendete. Auf diese Weise konnten alle Mitarbeiter über das Netzwerk den Füllstand der Kaffeekanne prüfen, ohne dafür ihren Arbeitsplatz verlassen zu müssen. Das dürfte wahrscheinlich eine immense Menge an zeitlichen Ressourcen eingespart haben. Bald schon wurde die Fachpresse auf die Trial Room Cam aufmerksam und ab November 1993 wurden die Bilder erstmals live ins Internet übertragen. Das World Wide Web war damals noch blutjung und die Live-Webcam der Universität Cambridge entwickelte sich schnell zu einem Highlight und über die Jahre schließlich zu einem Kultobjekt. Im Jahr 1996 konnte die Webseite 1 Million Besucher verbuchen. Tatsächlich inspirierte sie findige Techniker zum Bau der ersten Webcams.